Museen, Bibliotheken und Archive verfügen über einen wertvollen Schatz. Ihre umfangreichen Datensammlungen zu den unterschiedlichsten Themen. Der breiten Öffentlichkeit sind diese Schätze jedoch meistens nicht bekannt. Der Kulturhackathon Coding Da Vinci stellt die Verbindung zwischen den Daten und der Außenwelt her. Wie geht das? Kultureinrichtungen einer Region stellen Teams aus Entwicklerinnen, Designern und anderen Kulturbegeisterten ihre offenen Daten zur Verfügung. Im kreativen und spielerischen Umgang mit diesem Input entwickeln die Teams innovative Ideen, die innerhalb von wenigen Wochen bis zur ausgereiften Anwendung ausgearbeitet werden. In kurzer Zeit entstehen so aus unserem kulturellen Erbe Apps wie der Zwitscherwecker. Webseiten, die uns anschaulich zeigen, welche Bücher von den Nationalsozialisten verbrannt wurden. Virtuelle Ausstellungsräume, in denen man Schlangenskelette erforschen kann. Oder analoge Objekte wie ein Notenrollenschal. Die besten Anwendungen, die aus diesem Kulturhackathon hervorgehen, werden in unterschiedlichen Kategorien prämiert. Themen rücken so in neue Zusammenhänge und eröffnen originelle Blickwinkel für die datengebenden Einrichtungen. Den Teilnehmenden erschließt sich ein zeitgemäßer Zugang zum kulturellen Erbe. Sie knüpfen intensive Kontakte und erproben ihre Fähigkeiten und Ideen auf höchstem technischen Niveau. Bereit für ein Kulturhackathon? Weitere Informationen unter codingdavinci.de.